Deutschland steigt ja in diesem Jahr komplett aus der Atomenergie aus. Dabei könnte sie in der EU schon bald als klimafreundlich und nachhaltig anerkannt werden. Die Kommission legte den Mitgliedstaaten einen entsprechenden Verordnungsentwurf vor, der in Deutschland sofort auf Kritik stieß, nicht nur bei der Bundesregierung, auch bei der Deutschen Umwelthilfe. Stefan Wittmann mit Einzelheiten. Deutschland will raus aus der Atomkraft. Zum Jahresende sind 3 der noch 6 laufenden AKW vom Netz genommen worden. In Europa dagegen könnten Gas- und Atomkraftwerke ihr Comeback feiern. Ganz zum Ärger von Bundesklimaschutzminister Robert Habeck. Auf dem Atommüll werden wir noch 1 Million Jahre sitzen bleiben, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Nachkommen. Deswegen ist der Vorschlag, den die Europäische Kommission gemacht hat, vor allem mit Blick auf Atom, falsch. Den Plänen der EU-Kommission will Habeck nicht zustimmen. Die sehen vor, dass unter folgenden Bedingungen Investitionen in Gas- und Atomkraft als klimafreundlich klassifiziert werden können. Zum einen müssen die AKW den neuesten technischen Standards entsprechen. Dazu muss ein konkreter Plan für den Betrieb einer Entsorgungsanlage ab spätestens 2050 vorgelegt werden. Eine weitere Bedingung: die neuen Anlagen müssen bis 2045 eine Baugenehmigung erhalten. Ausbau statt Abbau? In Deutschland sollten Ende 2022 auch die letzten 3 verbleibenden AKW vom Netz genommen werden. Doch auch hierzulande fordern Kernkraftfreunde wegen der CO2-Neutralität einen Weiterbetrieb. Immer mehr Länder wollen in die Kernenergie einsteigen bzw. wollen die Kernenergie ausbauen. Das ist ein ganz klarer globaler Trend, dem Deutschland sich hier entgegenstellt. Allerdings, selbst die Betreiber winken ab, die Betriebserlaubnisse laufen aus, Brennstofflieferungen gäbe es ohnehin nicht mehr. Stattdessen hoffen E.ON, RWE und Co. auf den schnellen Ausbau der Erneuerbaren und sind damit auf der gleichen Linie wie Deutschlands Klimaschutzminister.